Frau Wileski, das ist schön, dass wir zusammensitzen. Wie geht es Ihnen denn heute? Ja, soweit gut. Also im Moment befinde ich mich noch in der Bestrahlung, aber jetzt habe ich nur noch 7 Mal vor mir und dann bin ich durch. Aber so habe ich alles gut überstanden und mir geht es sehr gut. Wenn Sie jetzt zurückblickend schauen, was würden Sie eventuell anders machen? Also gerade am Anfang ist es so, als wenn der Zug an einem vorbeifährt. Das geht alles sehr, sehr schnell. So viel anders würde ich eigentlich gar nicht machen. Was ich anders machen würde, ist tatsächlich noch mehr nachfragen, wenn ich Sachen nicht verstanden habe. Ich habe oft mir das dann von meinem Freund im Nachhinein erklären lassen, wo es natürlich besser ist, wenn Ärzte einem das nochmal erklären. Einfach nochmal ein bisschen das durchsetzen, was man selber als Patient gerne hätte. Das sehe ich immer wieder bei den Gesprächen, wenn die Patientinnen kommen, wenn so die Erstdiagnose gestellt wird, dass in dem Moment erstmal alles zusammenbricht, alles zusammenfällt, viele überfordert sind, das ist ja ganz klar. Und ich eigentlich immer den Tipp gebe, schreiben Sie sich alles auf im Zweitgespräch, dass wir das dann alles einmal durchgehen. Wo haben Sie sich Kraft hergeholt? Also natürlich von meiner Familie, meinen Freunden, auch meinen Lebensgefährten. Also bei mir ist das ja so, dass es in der Familie auch schon Krebsfälle gab. Von dem her war ich so ein bisschen vielleicht vorbereitet, weil ich einfach wusste, was auf mich zukommt. Was ich ganz schnell gemacht habe, mir Austausch mit anderen Patienten auch ungefähr in meinem Alter zu suchen, weil das ist ganz wichtig, dass man da einfach sich gut austauschen kann, weil Familie, Freunde, die das alles selber gar nicht durchmachen, können einem gar nicht so eine wertvollen Tipps geben, wie jemand, der das Gleiche durchmacht, vielleicht einen Monat vorher oder schon ein halbes Jahr vorher. Was haben Sie denn für Tipps für Patientinnen, die jetzt die Diagnose bekommen? Also auf jeden Fall nicht den Kopf in den Sand stecken, das versuchen, das nicht positiv zu sehen, aber damit so gut wie möglich umzugehen, sich Hilfe zu holen, auch psychologisches Angebot ist ja da. Wie gesagt, viel nachzufragen, wenn was unklar ist und einfach auch sich versuchen, mit anderen auszutauschen. Das ist das, was mir am meisten geholfen hat und das würde ich auch jedem anderen empfehlen. Sie haben ja auch Angebote wie Bewegter Sommer, das habe ich ja auch wahrgenommen. Das ist halt ganz toll, weil dadurch alleine lernt man sich ja schon kennen oder lernt andere Patienten kennen. Das ist halt was ich ganz wichtig finde und viel Bewegung, viel an die frische Luft. Was würden Sie uns denn jetzt so im Nachhinein im Brustzentrum noch mit auf den Weg geben? Also erstmal wollte ich sagen, dass im Brustzentrum, dass ich mich immer sehr wohl und aufgehoben gefühlt habe, gerade auch die beiden Brustschwestern, die waren immer sehr einfühlsam, hilfsbereit, man konnte jederzeit zu ihnen gehen. Das muss ich einfach mal hervorheben, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dieses Netzwerk untereinander, also dass sie zum Beispiel auch mit einer Physiotherapie zusammenarbeiten. Ich musste ja auch zur Physiotherapie und dass man das vielleicht noch ein bisschen mehr auch noch offensiver anbietet, wenn jetzt Patienten Probleme haben mit dem Arm oder auch die Kooperation mit Herrn Dr. Pasel, die ich ja auch genutzt habe. Und dieses Netzwerk einfach noch mehr bewerben. Ja, vielen Dank. Also ich denke, dass man es noch aktiver bewirbt. Also für uns sind so die Partner ja so klar. Aber ich denke tatsächlich, man muss es noch aktiver bewerben und dann in den Gesprächen, also nicht zu Anfang, das ist dann zu viel für die jeweilige Patientin, weil das einfach ganz viele Informationen zu Anfang sind. Aber so im Laufe, dass man dann tatsächlich alle Möglichkeiten dann nochmal mit anspricht, dass das die Brustschwester machen oder wir, je nachdem, was medizinisch dann auch notwendig ist. Ja. Dieses Netzwerk gibt es, das leben wir auch aktiv, wir haben auch regelmäßige Netzwerktreffen, aber man muss es tatsächlich nochmal sich immer wieder bewusst machen, dass man es auch ganz bewusst anbietet. Und so der Ausblick, Sie wollten damals ja in den Urlaub fahren, das holen Sie jetzt dieses Jahr nach? Ja, auf jeden Fall. Schön, genau. Also ist viel geplant für dieses Jahr, also all das, was jetzt war, das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Das ist auch immer ganz wichtig, dass die Patientinnen das auch wissen, dass all das, was sie sich vorgenommen haben, das ruht dann zwar vielleicht ein bisschen für ein Jahr, aber ich denke, danach kann man das alles dann wieder angehen.